Mit einer festlichen Altarweihe hat die kroatische Gemeinde in Ahlen den Abschluss der Renovierung des Gemeindezentrums St. Michael gefeiert. Das Besondere? Komplett ehrenamtlich, mit ganz viel Eigenleistung, wurde das heruntergekommene Gebäude innen und außen saniert. Ich habe erst mit Leuten gesprochen, ob wir das machen können. Und die Leute haben sich ein bisschen Gedanken gemacht, Projekte angeschaut, die Gebäude angeschaut. Die haben gesagt, ja, das schaffen wir. Und die haben hinter dem gestanden. Viele haben gehabt eigene Baustellen zu Hause, aber die haben das verlassen und in die Kirche gekommen. Das Dach und die Fassade, Decken, Wände und Böden wurden erneuert, die sanitären Anlagen und die Elektrik modernisiert. Ich war in Kroatien, 1. November hat mir meine Frau angerufen, dass Herr Willem renoviert Kirche in Ahlen. Und nach ungefähr 2 Tagen habe ich Herrn Willem angerufen, habe ich ihn gefragt, kann ich ihm was helfen? Und er hat mir gesagt, ein paar Leute kann ich schicken zur Fassade reparieren. Er hat schon Anfang gemacht. Und dann haben wir ein bisschen freie Tage und habe ich mit der ganzen Mannschaft bekommen und dann hier gemacht. Fassade erstmal im letzten Jahr, im 21. November bis Dezember. Und nachdem haben wir geredet, dass wir unter die Decke machen, die Lochdecke haben wir auch gemacht. Und Herr Juranic hat die ganze Leitung für die Wasserleitung, für die Heizung, für die Geräte, was gehört zu den WC, haben wir das auch renoviert. Die Weihe des Altares nannte neue Erzbischof von Sarajevo, Tomo Vukšić, vor. Außerdem segnete er eine Bronzestatue des Seligen, der Patron der kroatischen Gemeinde ist. Die Bronzestatue steht für Liebe, Glaube, Hoffnung. Man kann zum einen den Blaženi Alojzije Stepinac sehen, vor ihm steht eine Familie, die für Liebe steht. Hier daneben steht ein Mönch mit einem Anker, der für die Hoffnung steht. Und dahinter, der als schützende Hand hinter allem steht, ein Mönch, der für den Glauben steht. Der Erzbischof unterstrich die Bedeutung des Seligen als authentischer Zeuge Jesu Christi, für seine Standfestigkeit und Treue auch in Zeiten der Verfolgung und für die Einheit der Kirche. Mučenik za jedinstvo katoličke crkve. I s druge strane, dok je bio kao osuđenik u različitim zatvorima i na različite načine bio izložen poniženjima i patnjama, čak i trovanju, kao što su liječnici ustanovili, bio je beskrajno strpljiv, beskrajno jednostavan, dosljedan u svojim stavovima. Die Renovierung hat uns zusammengeführt noch mehr. Die Leute sind das mit viel Liebe und mit viel Engagement gemacht. Und Motivation, ich habe gesagt, meine Frau betet immer für die Alojzije Stepinac und dann hat mir eine Reliquie gegeben. Und dann habe ich wieder zurück nach Deutschland, das hat mir viel geholfen und wegen das haben wir gekommen, wegen Herrn Willem, Paula, meine Frau und natürlich wegen die Gott machen wir alles.